Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Blood Bowl. Wir sehen uns wieder hier in der DBBL. Das Spiel gegen Odins wilde Bande, gecoacht von Krally. Dem letzten Spiel meiner Waldelfen, den Dropkick Woodies. Ja, das Spiel war ich euch ja noch schuldig. Da geht es auch gleich schon los. Ja, gegen Krally habe ich mich gefreut. Spieltag 10, Spieltag 11 hatte ich ja schon den Deathwin. Das heißt, so wie gesagt, habe ich auch das letzte Spiel dann schon hinter mir gelassen. Naja, so ist es dann halt. Ja, warum hat das jetzt so lange gedauert, bis ich das nachkommentiert habe? Ihr habt es vielleicht schon selber gesehen. Ich habe die DBBL-Organisation mit übernommen und dafür musste sehr, 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 sehr viel vorbereitet werden, weil wir ein Gesamtreset gemacht haben und ich habe mir das ehrgeizige Ziel gesetzt, innerhalb von einer Woche nach Abschluss der Saison Tickets zu versenden. Der Suaron hat mich da wirklich tatkräftig und gut unterstützt und Thor hat schon mal ingame die Ligen erstellt. Und so haben wir das jetzt gestern auch hingekriegt, indem wir gestern dann die Divisionen gelost haben und gerade haben wir das letzte Ticket versandt. Sprich, die Liga ist wieder kurz vor dem Start, es gibt dann ein neues Team. Das stelle ich am Ende dieses Streams vor. Haha, Streams, Entschuldigung, Videos. Denn Stream, ja, da. Ich habe jetzt mein erstes Spiel auch wirklich gestreamt, so mit Live-Kommentar und allem. Ihr habt es hier schon live gesehen. Und ich habe zum Dank auch gleich von zwei Leuten ein Dislike gekriegt. Ganz klar, es ist nicht das Format dieses Kanals. Und ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich auch nicht der geborene Streamer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas unterhalten und ihr hattet Spaß. Denn das wäre ja die Hauptsache. Genau, so, was haben wir denn hier eigentlich für ein Team? Habe ich irgendwas gemacht? Ja, dem Mighty Blow habe ich Sidestep gegeben. Ich glaube, das war ein Skill. Und ihm habe ich auch langweiligerweise Sidestep gegeben. Was hat Krally hier? Machen wir mal kurz auf Pause. Also er hat zwei Ulferener, beide mit Stärke 5, weil was kann man auch sonst haben? Danach haben sie beide Block, beide Mighty Blow. Der eine hat dann aber noch Stand Firm. Ja, wir haben hier einen Berserker mit Mighty Blow Guard. Ein Runner, der... Ja, das hat, was so ein Runner auf der Norse halt hat, außer Thick Skull, kann man drüber diskutieren, ob das jetzt so wichtig ist, aber na gut, hat er halt und Fend. So, dann ein weiterer Runner mit Shorehands, ist der zweite, warum auch nicht. Ja, und ich hatte Inducements und ich habe mir gekauft einen Wizard und ich meine Bribe. Ich glaube, ein Bribe habe ich mir gekauft. Ja, ein Bribe, da seht ihr es. Genau, 250.000 schön investiertes Geld. So. Ich habe auch gleich mal den Angriff genommen. Ich habe ja auch schließlich Mighty Blow, da kann ich so richtig schön draufkloppen. So muss das sein. Aber es lohnt ja trotzdem nicht, hier jetzt so einen blöden Lineman da zu blocken. Deswegen, ja, hier, ihr seht jetzt hier meine erste Reihe. Noch nichts ist passiert. Der eine Junge hier kann mal ein bisschen nach vorne. Groß passen brauchen wir nicht mehr. Mein Gott, es ist das letzte Spiel. Wir wollen Spaß haben. Ja, schauen wir mal, was so Spaß haben bedeutet. Ich habe das hier groß angekündigt. Wir waren auch im Discord alle zusammen. Haben viel gelacht, zumindest vor dem Spiel. Und ja, dann mit der großspurigen Ankündigung, Krally, ich werde mit dir Spaß haben, dieses Spiel. Haha. Ja, natürlich, Ideologie 6:0 oder sowas habe ich mir jetzt vorgenommen an der Stelle und einfach nur Attacke nach vorne. Ja, gucken wir mal, was draus wird. Achso, wir haben hier auch noch alles Rüstungsbrecher eingestellt. Nur erzähl, sagt mir das doch. Ja, Rüstungsbrecher. Ihr wollt ja Videos sehen. Achso, das wäre jetzt auch nochmal eine Sache. Macht es das für euch wirklich aus, dass ihr hier diese dummen Animationen seht? Also, ihr habt die jetzt eigentlich vor allem wegen euch drin gelassen. Mich begeistert das jetzt nicht. Ich würde das jetzt auch einfach ohne sämtliche Animationen einfach mal machen. Naja, gut. Ja, also, was hatte ich hier vor? Da durchdodgen, ihn hier wegblocken, dann hätte ich da ein Cage formieren können mit allen hier. Wäre überhaupt kein Thema gewesen. Ja, aber Doppel-1. Damit ist mein Ballträger blitzbar.
Und er ist faulbar. Ja, aber Krally tut's mir gleich. Er übersieht hier, dass er da dodgen muss und dodgt, glaube ich, mal einfach auf die 4+. Schafft das natürlich nicht. Und hat, glaube ich, auch eine Doppel-1 geworfen. Ne? Also das war jetzt so ein bisschen... Ja, ich war ein bisschen überfordert mit der Situation, ne? Oder so. Aber Krally hat auch eine Doppel-1 geworfen. Also da hätte der AG-7er nicht durchgekonnt, ja? Wenn man sowas skillen könnte. Ja, Quizfrage. Kann man AG-7 skillen? Ja, nein, Begründung. Danke. Erkläre ich dann in den Kommentaren, wenn es euch wirklich interessiert. So. Hier. Nochmal ein wunderbarer Block. Da geht er zu Boden. Oh, da haben wir schon wieder eine 1 geworfen. Da, zack, hier auf ihn. Er soll befreit werden. Und was passiert? Ein Würfelblock. Block. Oh, kann man wieder wegdodgen. Jetzt kann er hier trotzdem raus. Ja, gehen wir mal erstmal nach hinten, ne? Bevor hier noch irgendwas passiert, ja. Ja, nochmal ein bisschen justieren, damit auch der Ulferener da nicht rankommt. Jetzt kann er da raus dodgen. Ja, jetzt faulen wir, ne? Weil hier, guckt mal, schön viele Assists da mit runter. Zack, faul und nix. Was war denn das für ein Foul hier? 6+. 6+? Ach, der hatte, glaube ich, Rüstung ab, ne? Der Yeti. Ja, hier, Yeti hatte Rüstung ab, ja. Na gut. Trotzdem kann man mal eine 6+ schaffen. Ja, hier war auch Tackle im Spiel, deswegen wichtig war er hier weg. Ja, und da haben wir jetzt mal gleich eine Touchdown-Bedrohung da hinten hingestellt. Ja, es lief alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Allein hier der Zug zurück, der hat schon eigentlich mein Ich-will-Spaß-haben-Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Naja. Oh, da geht der Yeti und auf ihn geht er natürlich, auf den Wardancer. Daneben stehen hier zwar Leute mit Rüstung 7 und keinem Block, aber wir schaffen das Pau schon. Ja, aber nicht den Rüstungsbruch, Krally. Ja, gut. So, so. Ja, aber dadurch hast du mir mit dem Yeti hier die Mitte freigemacht. Und ich kann natürlich wieder hier, wunderbar, ihr seht es schon, nach vorne durchhauen. Oh, zack, da möchte ich jetzt mein Cage bauen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Schöne Ballübergabe hier vorne. Dann kann der Junge nämlich auch mit rüber. Zack, da haben wir die 3+, weil Disturbing Presence einfach mal übersehen. Ja, man kann nicht alles haben. Er hat auf jeden Fall standfest. Oh, und jetzt machen wir hier mal was ganz Loses und so ein Cage, den kein Mensch braucht. So, zack, da kann der nämlich auch nochmal mit rüber. Ah, so, da steht der Cage so halbwegs. Naja, er muss ja auch rüber, ist ja auch wichtig. Genau, dahin soll er. Oh, zack, was haben wir hier? Rostdown für beide. Das hat schon mal nicht geklappt. So, jetzt haben wir hier hinten noch einen, der raus kann. Der hatte ja wenigstens auch. So, und da sollte noch ein Foul kommen, glaube ich, auf ihn hier vorne. Aber, oh, dann halt nicht. Warum auch immer... Ihr habt es gerade gesehen, ich habe einen Reroll genommen, weil ich mir dachte, oh, das ist Zug 4, da können wir doch mal einen Reroll nehmen. Aber wieder mal eine Doppel-1, ne? Hm. Oh ja, so. Ja, ein Cage ist das hier nicht, das seht ihr ja auch. Oh. Geht der Garda schön zu Boden, ne? Der hat keine Lust, sich zu bewegen, aber wir haben hier vorne ja so ein bisschen Ärger, ne? Wenn er hier jetzt ihn negiert, kann er da rein und schön, wunderbar, zacki, zacki. Warum blitzt er denn eigentlich nicht mit dem... Nein. Ja, schön, Sidestep hier ran, jetzt kann auch noch der nächste ran. Genau, so muss es sein. Jetzt haben wir Tackle dran, jetzt haben wir alles Mögliche dran am Ball. Ja, warum soll es Krally besser gehen? Da, hier, guck, zack, hast du deinen Skull und leicht den Rüstungsbruch. Es ist so ein bisschen, also dieses Spiel soll schön sein, ja, es soll Spaß machen, es ist begeisternd und taktisch hoch anspruchsvoll. Ja, na gut. So. Da klappt die 2+ und der Blitz klappt auch. Schieben müssen wir ihn nur da hinten hin.
Sehr schön. Es geht eigentlich nur darum, dass das Tackle weg ist. Schieben wir ihn da hinten mal hin, falls der Touchdown jetzt daneben geht. So, das hat schon mal geklappt. Auch da hat es geklappt. So, jetzt haben wir hier zwei Go-For-It. So, machen wir mal den ersten. Der hat geklappt. So, und der zweite, die 1. Und der Reroll, da ist er. Und, oh, schon wieder eine Doppel-1. Und der Ball fliegt raus. Und, ja, auch in die Richtung fliegt er raus. Und nach dahin fliegt er raus. Wo fliegt er denn hin? Ja, in ein Feld, in die North rein. Ja. So viel dazu, immerhin kein Rüstungsbruch hier hinten an der Stelle. Ja. Ne? Links, rechts, so, da kommen wir wieder hier und gehen wieder in die Mitte, damit wir hier mal ein bisschen voll machen, aber nein. Also die Felder versperren, wollte ich sagen. So, ja, hat nicht geklappt. Gut. So, da, zack, hier schön nochmal einer zu Boden. Ja, auch Gralli schafft das Aufheben nicht. Wir sehen schon, ist wirklich, ne? Die Rerolls werden auch gebraucht, deswegen hat man sie auch. So, er kann da weggeschoben werden vom Ball. Dann steht so der Käfig halbwegs, kann man so sagen. Ja, Stripball habe ich ja nicht. Habe ich gedacht, hat eh genug Leute mit Sure-Hands. Und dann wird der Ball plötzlich auf jemanden ohne Sure-Hands getragen. Einfach nur, weil er es kann. Das haben wir hinten nochmal. Schön Block. Ne, er dodgt lieber raus. Der Block wäre die 1 aus 6 gewesen. Der Dodge die 2 aus 6. So, da hauen wir jetzt mal hier, wenn wir so viele wichtige Spieler zusammen haben, einen Feuerball drauf. So, das heißt, bei 5 Spielern, die drin sind, müssen mindestens 2 liegen. Ja, was passiert? Einer liegt. Der ist dann nur gestunt. Danke, Wizard. Gut. Müssen wir halt nochmal wieder umdisponieren. Wenn die Wurst von Zauberer nicht wollte. Oh. Den dahin müssen wir binden, das ist wichtig. Und, ah, guckt euch das an. Hier, er hatte wieder Lust aufzustehen. Versager. Ist schön Touchdown machen können, aber so. Naja, gut. Gut, so, da kommt nochmal einer rum. Jetzt können wir hier schön blocken, da geht's auch schön die Reihe lang. Die Hauptsache, der Garda geht aus der Mitte raus. Ja, und leider kein Down. Das wäre so schön gewesen. So schön wäre das gewesen. Ja, aber so halt nicht. Na gut. Ja, und es war auch ein bisschen falsch gestellt. Ich hätte ja erst den Block machen können und dann mit ihm hier irgendwie ran. Aber, naja. Ja, gut, ist nicht immer unbedingt der Schlauste. Vor allem nicht, wenn er sich noch Runden über die Doppel-Einsen aufregt, die im Spiel so passiert sind. Jetzt kommen die Rüstungsbrüche. Dass eigentlich noch keiner verletzt ist von uns beiden, ist eigentlich blankes Wunder. Ja, da wird schön mit dem Yeti der Wardancer rausgeschoben. Zack, da hat er aber kein Pau. Er paut nicht meinen Blotcher. Unglaublich. Ja, der Junge geht um Boden. Und dann geht sie ab, die wilde Fahrt, nach vorne. Lauf, kleiner Nors, lauf. Auch er hier hat Jump-Up und dann können wir hier alle auf die Seite. Und dann fehlt hier hinten noch einer, der E-Dodge hat und dann da irgendwie so durchlaufen kann. Nichtsdestotrotz hat Krali mir eine Chance auf den Ball gegeben. Hier kann ich durchdodgen, da zack, zack und dann geht es los. Aber bevor wir das tun, müssen wir jetzt erstmal so ein paar Spieler, die eh nichts können, bewegen. So, da haben wir mal wieder eine 1 gewürfelt. Natürlich ist die wichtig. So, und da gehen wir da außen rum. Zack. Schön. Und jetzt kann er hier, der kann er auch nochmal durch. Oh, er schafft es. Unglaublich. Und er blockt den Ballträger. Oh. Hm. Nicht geschafft. So. Was hätte ich jetzt machen können? Mit ihm hier. Zack, zack. Da einmal hin. Das wäre gut gewesen, das hätte ich gebraucht. Dann hätte er hier hinten ihn taggen können. Ja, der will schon mal. Geht da auch hin, hier oben. Schön, zack. Das darf er auch nochmal. Der bleibt einfach in Touchdown-Reichweite am Arsch der Welt stehen. Warum auch nicht?
So, und jetzt geht er hier raus. Schön, zack. Warum auch immer ich da durchgehe. Das ist total Humbug. Das ist ein 4 plus Dodge da an die Stelle. Und... Ach. Ja. Fragt nicht, ich weiß es auch nicht, was ich hier gemacht habe, warum ich nicht den 2 plus dahin gemacht habe. Nur weil hier Tackled steht. Ja, so kriegt er halt auf die Mütze. Und wenn der Wardancer hier gestanden hätte, hätte ich jetzt auch noch eine Bedrohung gestellt. Aber so halt nicht. Ja, hau mich doch. Ja, gut, kannst mir auch nochmal hauen. Ja. Na, Rose Down, kommst nicht zu meinem Spieler hin. Haha. Versagt, Frenzy Mann. Oh, da können wir auch nochmal ein paar würfeln, ne? Oh, man, nicht. Komm, kannst du mal. Aber fast wäre er gesurft worden. So aber nicht. Double Skull! Schieben. Und er hat Sidestep. Krally, manchmal sollte man keine Blocks machen. Da hätte mich auch nochmal schieben können. Aber so halt nicht. Jetzt. Skull gegen den Knochenbrecher. Das war natürlich äußerst unglücklich und gut für mich. Ja, was machen wir da an der Stelle? Wir haben noch einen Zug. Ein Touchdown wird es wohl nicht. So, der hat schon mal geklappt. So, und jetzt gehst du da unten durch. Und er hat den Go for it geschafft. Ohne Reroll, alles drin. Und da kommt der Blitz und er würfelt wirklich das Pau. Und schön, nochmal eine Verletzung hinten dran. Zwei Turns, zwei Rüstungsbrecher, zwei Verletzungen. Mighty Blow auf dem Wardancer ist das ultimativ Beste, was diesem Spieler passieren kann. Schön. Gehen wir beide zum Boden. Kann er den Ball behaupten? Das ist die große Frage. Und hätte ich noch einen Turn, hätte ich vielleicht sogar einen Touchdown gemacht. Aber, weil dann hätte ich ihn natürlich auch nicht dahin gezogen. Aber so wird das natürlich nix. Hier geht auch nochmal schön Dirty Old Town, auch verletzt raus. Natürlich letztes Spiel, da geht der Apo für ein Badly Hurt. Weil, dann habe ich ihn nächsten Turn wieder. Für die Defensive Stärke 4 ist schon ziemlich gut. Ja, Krally versucht seine Leute jetzt noch in Sicherheit zu bringen und Krally ist halt genauso neben der Kappe wie ich auch. Naja, so. Aber, das ist eine Halbzeit gewesen zum Vergessen. So, wir wollen Spaß haben hier im Spiel. Nein, hatten wir nicht. Ich weiß nicht, hattet ihr Spaß? Vielleicht an meinen dummen Kommentaren, die wiedergeben, wie genervt ich mit diesem Spiel bin. So, natürlich, die beiden K.O.s kommen nicht wieder. Was will man auch erwarten? Es ist ja schließlich eine 4 plus, die man würfeln muss. Theoretisch, einer von beiden hätte wiederkommen können. Naja, gut. So. Ja, ich konnte mich nicht entscheiden, welche Abwehr ich mache. Hab dann, und vor allem wenig an die Linie stelle, ja, bei den Jungs hier. Ach so, mein Baum war Mist Next Game. Das heißt, hier, ihr seht keinen Baum. Es ist ein Spiel ohne Baum. Das No-Baum-Spiel. Ich höre schon auf. Okay, versprochen. So. Das Ganze geht jetzt ein Zug weniger. Das ist doch schon mal gut. Dann seid ihr mich schneller los für diese Saison.
Ja, hier geht's einmal die wilde Fahrt nach hinten, weil ich meine, Krally hat's echt nicht eilig und das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, dass ich ihm den Ball abluchse und noch einen schnellen Touchdown mache. Nichtsdestotrotz, die Chance ist da auf die 3 plus, zweimal Fail, dass der Ball rausgettert, irgendwo anders hin und ich jetzt schön hier, wenn er da zum Beispiel liegen bleiben würde, wäre doch gerade ein Traum. Vielleicht hier im Krater, damit ich auch schön sehe, da drumherum, Cage zu bauen. Aber nur eine 1, keine zweite, deswegen, das hat schon mal ganz gut geklappt. So, und jetzt darf der Yeti auch nochmal blitzen. Hier schön auf den Garder. Der Yeti hat Block, meiner nicht. Also geht meiner zu Boden und er stellt sich einfach in meine Jungs rein. Das, würde ich jetzt sagen, war nicht ganz so schlau. Vor allem von mir nicht, den jetzt aufzustehen, denn eigentlich hätte er jetzt faulen sollen. Naja, gut. In dem Sinne, hier schön gehen sie alle zu Boden. Ja, da, Double Skull, nehmen wir doch das Pau, ne? Für den Reroll, gerne. So, zack, und jetzt kann er nochmal rum, um da noch einen weiteren Assist zu stellen. Ja, cool. Na gut, ich wollte meine Position nicht aufgeben, weil die beiden hier hätten durchbrechen können. Naja gut, so habe ich gefoult, der Yeti ist gestunt. Und ich habe ja immer noch die Bribe, ne? Also im Endeffekt ist ja wurscht, wer gefoult, aber er hätte es doch durchaus tun können. Naja, gut, so. So halt nicht. Das Schöne ist jetzt, dass er eigentlich nur ihn blocken kann. Oh, da wird der Käfig gebaut, hier wunderbar, Dreierreihe, sehr schön. Zack, rumsbums, liegt er am Boden. So, ich meine, den Blocken, was habe ich denn da gerade für einen Quatsch erzählt mit dem Blocken? Naja, gut, okay. So, abwehren, hat geklappt, herzlichen Glückwunsch. Ja, warum er da nicht rumgeht, weiß auch nicht. Naja. Gut. Huha, huhuha. Jo, dann, ne? Es sind ja gar nicht mehr so viele Norse da. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irgendwo muss noch ein Neunter sein. Da war er vielleicht. Ja, und die schönsten Fouls sind Wardenser Fouls. Vor allem bei diesem Geräusch. Hört ihr es? Der tote Yeti, der Miss Next Game geworden ist. Es tut mir ja ein bisschen leid. Aber nur so ein bisschen, weil das nächste Spiel ist gegen meinen Teamkameraden aus den DBBL Online Heroes Tabletop Gruppe. Den Ekogon. Deswegen, ich habe den Krally hier vorbereitet, damit der Ekogon die Chance hat, aufzusteigen. Ja. Es lag nämlich in Ekogon und Krally. Einer von beiden hätte noch aufsteigen können. Aber dieses Spiel hier, ich weiß auch nicht, da kann man gar nicht mehr von Taktik reden, ne? Wir kloppen uns. Naja. Aber ich habe noch meine Bribe. Ja, da. Ne, habe ich gerade benutzt, weil beim Spiel. Ja, da gepfiffen hier, ne? Da irgendwo hat er hier gepfiffen. Da, Bestechung. Aber für einen toten Yeti macht man das doch gern. So, aber wir haben hier die nächste Verletzung und da können wir jetzt kein Apo mehr nehmen. Warum ist die Ansicht eigentlich auf der anderen Seite? Irgendwie kriegt das Spiel in letzter Zeit immer mehr Bugs. Ist auch nicht. Also einige berichten darüber, dass der Spielchat weg ist. Kriege ich eigentlich selten mit, weil mit den meisten Leuten quatsche ich einfach. Und das finde ich auch einfach schöner. Weil man einfach weniger Probleme hat, würde ich einfach so sagen. Ja, so. Ja, hier K.O., da sind es nur noch 6 Spieler auf der gegnerischen Seite. Zack, das ist der nächste. Noch ein K.O. Da waren es dann 5.
Also, es wird sehr, sehr albern hier, liebe Leute. Also, bitte, bitte, das ist nichts Normales, was hier passiert. Ja, jetzt kann ich hier nochmal einen Tackler an den Ball bringen. Und Krali löst das jetzt ziemlich gut eigentlich. Also, ja, wobei, nee, ich hätte ihn freigeblitzt und dann doch auf den Dodge vertraut. Er hat Dauntless hier, da, zack. Dann kann er hier noch rüber, zack. Ja. Ja, da wollte er hier hinten noch mit hinter. Aber im Endeffekt ist egal, ob er jetzt da oder da steht. Naja, so ist es. Gut. So, er geht erstmal zurück, falls er gleich irgendwen abfangen muss. Dann negiert er den Assist. Schön die Defensive gestellt. Jetzt kann er rausdodgen. Zack, da drauf. Wir gehen beide zu Boden. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Einmal auf Block Dodge Sidestep stehen bleiben. Das ist die Touchdown-Reichweite. Und ein Feld hätte ich noch gehen sollen hier. Ein Feld hätte ich noch gehen sollen, dann wäre ich außerhalb der Reichweite der Ulfs gewesen. So aber nicht. Nun kann er mich sogar von außen zustellen und vor allem außerhalb der Reichweite dieses jungen Herrn hier. Aber wenn man dann natürlich weiß, dass das Go for it schief geht mit einer Doppel-1, dann ist auch alles jut, ne? So. Was machen wir? Natürlich die sicheren Züge zuerst. Ihn hier können wir theoretisch sogar surfen. Ihm hier, ne? Zack, zack, zack. So, habt ihr gesehen. Alles klar. So, und er geht jetzt einfach mal da hinten außerhalb der Reichweite. So. Da habe ich den Ball. Jetzt kann ich ihn noch verprügeln. Und das ist, das heißt, man soll nicht aufgeben oder so, aber das ist hier schon, was hier passiert ist. Also das hier ist absolut albern. Gerade wenn man hier auf die andere Seite guckt, da ist die beiden lagen da ja schon. Also, gut. Ja, da habe ich aus irgendeinem Grund gesagt, Dodge nicht benutzen. Ich weiß es nicht. Ich sollte einfach nicht zu viel gefragt werden. Ja, Krali stellt die hier jetzt noch zu und weiß gar nicht. Doch, genau, da ist jetzt die Frage, kriege ich ihn down oder nicht? Nein, also macht er jetzt seinen Touchdown und fertig. So, damit haben wir dann beide noch einen Zug. Ich mache das 1 zu 0 und die Frage ist jetzt eigentlich nur noch unentschieden oder Sieg. Ja, so bleibe ich schlussendlich stehen. Ist ja völlig egal hier mit meinen Jungs. Weil Krali hat nur noch 5 Spieler. Und ihn stelle ich hier vorne einfach mal dran, weil könnte ja sein, dass ich noch ein 2 zu 0 mache, ne? Das ist ja das letzte Spiel. Brillantes Training. So mache ich es natürlich nicht. Wenn er stehen bleibt, habe ich vielleicht sogar die Chance, das hinzukriegen. Er macht auf jeden Fall hier schön gewandt. Und eigentlich gehört dann auch daneben ein Garda oder ein Stärke 4 Spieler oder irgendwas, aber naja. Ja, da kommt der Double Skull. Der Loner wurde so ein bisschen verprügelt. Zack.
Jetzt kann er hier nochmal den Ball aufheben. Das schafft er auch. Und da kommt der Ball geflogen. Zack. Ja, leider, er hier liegt nicht ganz in Touchdown-Reichweite. Ihr seht, zwei Felder fehlen. Kann ich ihn schieben? Das war ich noch am Überlegen. Mir fehlte ein Spieler hier. Ich hätte also quasi das Feld zumachen müssen und dann mit Frenzy auf ihn hier drauf. Und dann hätten hier noch mehr Felder drauf zugemusst. Aber naja, und dann hätte ich halt keinen mehr gehabt, der noch einen Pass schmeißen kann. Zack. Auch das hat geklappt. Nochmal einen schönen SSP gefarmt. Er stellt sich hier unten hin. Ich mache jetzt nochmal so ein Pseudo-Cage hier. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war es erstmal mit Waldelfen in der Liga. Habe ich jetzt lang genug gespielt. Torkelhain wird, glaube ich, gekauft an der Stelle. Ja, so sieht's aus. Kralli hat mehr Blocks, lag auch an Frenzy. Aber ich habe halt einfach das Bash-Glück gehabt. Ja, kann man so sagen. Erste Hälfte mit der Doppel-1 in die Endzone ist natürlich immer irgendwie, das bildet auch keine Statistik ab. Gut, so, jetzt gucken wir mal. Wie sieht das Team am Ende aus? Also ich habe nochmal 2:1 gewonnen, das hatte ich ja gesagt, dass das letzte Spiel gewertet wurde. Ich habe Fanfaktor 12 abgeschlossen. So sieht das Team aus. Hier Torkelhain hat nochmal einen Touchdown gemacht im letzten Spiel und dadurch sein Level Up, ein weiteres Dodge. Also haben hier die beiden zugekauften Loner beides Dodge. Ja, das Team sieht doch eigentlich so aus, als würde man es weiterspielen können. Ne? Mal mit Ausnahme hier von Agi 3 und Niggling. Naja. Gut. So, 110 habe ich. Ja, so sieht die Statistik aus. 34 Siege, 14 Unentschieden, 7 Niederlagen, wobei die meisten Niederlagen echt aus der ersten Liga kamen. Naja, gut. Okay, ihr habt die Spiele eigentlich alle gesehen. Wir schauen uns hier dann nochmal den Endstand an. So sah es aus. Das ist nicht der wahre Endstand, weil es auch Strafpunkte gibt. Die sind nur im Liga-Manager der DBBL zu sehen und von dem her, ja, so sieht's aus. Definitiv aufgestiegen sind Kaijin, Ekogon, Blacksy und ich. Dadurch, dass Blacksy und Kaijin privat keine Zeit hatten für weitere Saisons, ist Karasuki dann im Endeffekt als Nachrücker auch noch mit aufgestiegen. Also den sehen wir nächste Saison wieder. So, ich habe euch ja versprochen, am Ende der Aufnahme mal einmal das andere Team zu sehen, zu zeigen. So, ja, bevor ich hier, kann ich nochmal kurz einmal... Das habt ihr ja gesehen, die Spiele von denen. Die Spiele der Bärenpflücker war ich immer noch am Überlegen, ob ich euch die zeige, weil das ist der Qualifier für den World Cup. Und da habe ich unter anderem gegen Jimmy Fantastic oder Diem Lord gespielt. Also ziemlich gute Coaches auch und auch international ziemlich gute Coaches. Deswegen da vielleicht zeige ich euch das einfach nochmal bei Gelegenheit. Genau, hier, Nothing But The Rain, das wird mein neues Team sein und das werdet ihr dann demnächst hier voraussichtlich auf dem Kanal sehen. Außer, ich muss so viel Orga machen wieder, dass ich dazu nicht komme, euch das zu zeigen. Wie werde ich starten? Ich bin noch nicht ganz klar, was ich machen soll. Sagt einem das Motto schon was? What do you hear? Nothing But The Rain. Genau, wir sind, und da sehen wir es hier, Battlestar Galactica in den neuen Folgen. Und da seht ihr mein Team. Ich bin am Überlegen, um den Satz zu beenden, spiele ich mit 5 Blockern und 3 Rerolls ohne Apotheker oder lasse ich so, wie es jetzt ist. Das hier ist für mich ein solides Start-Setup, 2 Rerolls ist ein bisschen wenig bei Chaos-Zwergen. Da möchte man vielleicht den einen oder anderen mehr haben. Aber wenn mein erstes Spiel gegen Amazonen ist, dann wird es einfach so bleiben. Ja, genau. Amazonen, da sprechen wir was an. Gegen wen werde ich denn so spielen?
Mein Ursprungsteam war übrigens Chaos. Das habe ich mir, wie ihr es vielleicht hier auf dem Kanal gesehen habt, natürlich auch selber nicht zugelost. Ja, gut, so. Ja, gegen diese Teams wird es gehen. Einmal Steinberg. Steinberg spielt Dunkelelfen. Er startet mit drei Blitzern und der Hexe. Das ist das etwas unsicherere Setup, aber durch die Hexe ein unglaublich starkes. Also die Alternative wäre vier Blitzer, ein Runner. Ansonsten bleibt da alles gleich. So, Lago Feldlauf, den amtierenden DBBL-Meister. Er spielt Waldelfen. Er startet so mit dem von Nachtwache favorisierten Setup ein Reroll. Baum, Wardancer und Catcher gleich alles mit drin. Das Setup finde ich ziemlich stark. Nichtsdestotrotz fehlt mir der Werfer in dem Setup. Den versuche ich zu Anfang immer möglichst schnell zu leveln, weil zwei Rerolls mit Waldelfen doch schon echt gut sind. Und ja, man will den Baum zu Anfang haben und leveln, aber ich bin noch nicht so ganz begeistert davon. Also ich spiele es lieber ohne Baum. So, Suaron, den amtierenden Vizemeister. Mit Vampiren. Ja, wie das Team hier aussieht, wisst ihr ja schon, ne? Da haben wir jetzt ja schon ein Freundschaftsspiel gemacht. Schaut's euch an. Es ist so ein bisschen Not gegen Elend, aber wir hatten Spaß und ich hoffe, ihr habt beim Zuschauen auch Spaß. Luis Dega, auch kein Unbekannter. Der hat auch schon mehrere Liga 1 Einsätze hinter sich. Er spielt Zwerge. Das ist ein ganz solides Zwergensetup, Standard, würde ich sagen. So, dann Store. Store hat eine ziemlich beeindruckende zweite Liga mit Waldelfen hingelegt und hat auch mehr Touchdowns als ich noch gemacht. Also ich war bei 27 Touchdowns, was in 11 Spielen schon, finde ich, echt viel ist. Aber Store hat das Ganze noch getoppt. Und ja, Store hat sich gesagt, ich habe Bock, Halblinge zu spielen in der Liga. Ist doch egal, ob ich in Liga 1 bin. Deswegen, hier kommt Store. Ja, Store, du musst noch Geld loswerden, 60.000, ne? Also hier schön nochmal Club kaufen und so. Sonst zählt das alles auf den Inducement drauf. So. Arioso, ja, auch kein unbeschriebenes Blatt, würde ich sagen, ne? Wer die Guides kennt, der weiß, Arioso spielt auch mit und Arioso spielt Khemri. Geruftwächter, Throwra, Block, Blitzra und vier Skelette. Dabei sind es dann drei Rerolls. Ich weiß nicht, nur ein Blitzra? Aber das bedingt das Setup, wenn man drei Rerolls haben will. So, dann Nobody. Nobody ist auch immer wieder zwischen erster und zweiter Liga unterwegs. Hier mit Amazonen am Start, auch ein Standard-Amazonen-Start-Setup hier mit 12 Spielern. Er hat sich für 12 Spieler entschieden und gegen den zweiten Catcher oder zweite Werferin 3-1. Oder man könnte auch hier nochmal sagen: Gut, auf die 12. verzichte ich, nehme 4 Rerolls, aber ich glaube, das ist schon. Also, man hat alles, was man braucht. Eine Ersatzspielerin kann wunderbar treten, das ist ein richtig starkes Startteam. Und Nobody weiß, wie man damit umgeht. Salcree hat auch Waldelfen gespielt, ist jetzt auf Chaoszwerge umgestiegen und er hat genau das andere Setup. Also hier drei Rerolls, fünf Zwerge, zwei davon. So, das bin ich, das haben wir gerade gesehen. Ja, Cocaine, klassisch die Orko-Bots, Attacke. Vier Blitzer. Vier Black Orcs, ein Werfer, zwei Feldspieler, drei Rerolls. So würde ich es jedem empfehlen zu spielen. Gut, zwei Spieler fehlen noch. Da müssen wir jetzt mal einmal kurz gucken. Und zwar der Karazuki mit seinen Pro-Elfen. Ja, auch das, drei Rerolls ohne Apo. Ich bin gespannt. Aber ist halt so. Wenn man mit dem Pro-Elfen starten will, dann ist das so. Er hat keinen Werfer. Ja? Kein Werfer dabei. Und dann fehlt noch Kelle mit seinen Orks. Kelle hat hier vier Blitzer, vier Black Orks, zwei Feldspieler und einen Werfer. Ja, Mensch, haben wir doch gerade gesehen.
Was soll ich sagen? Ich würde es euch empfehlen. In dem Sinne, ich freue mich auf die neue Liga. Mal wieder in Liga 1. Bis bald, euer Jagul.